Hallo, mein Name ist Stefan Ruhkamp und ich kümmere mich bei Rothenberger um die Kälteklimawerkzeuge. Heute zeige ich euch unsere neuen akkubetriebenen Vakuumpumpen Pro Airvac R32 2.0 CL und Pro Airvac R32 5.0 CL. Das CL steht dabei für Cordless, also kabellos. Bei der Installation von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen sind Vakuumpumpen inzwischen das einzige Werkzeug, für das überhaupt eine Stromzufuhr benötigt wird. Gerade auf Dächern ist diese nicht immer in der Nähe vorhanden. Neben unseren bewährten kabelgebundenen Vakuumpumpen haben wir daher nun zwei akkubetriebene Pumpen im Programm. Diese zwei Vakuumpumpen werden mit dem CRS-Akku betrieben. Der Akku gehört auch zur CRS-Plattform. CRS steht für Cordless Alliance System, ein herstellerübergreifendes Akkusystem für Werkzeuge. Dieser macht euch A. völlig unabhängig von jeglicher Stromzufuhr und B. ermöglicht er euch, ihn an etwa 200 Werkzeugen von 20 Herstellern zu verwenden. Die Vakuumpumpen gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Hier seht ihr die Pro Airvac R32 2.0 CL mit 57 Litern pro Minute Leistung. Damit ist sie optimal geeignet für Split-Klima-Anlagen. Für größere Kälteanlagen bietet sich die Pro Airvac R32 5.0 CL an. Sie hat eine Leistung von 142 Liter pro Minute. Der im Set enthaltene 8 Ampere-Stunden Akku versorgt die Pumpe mit Strom für bis zu 90 Minuten Laufzeit. Damit seid ihr am Einsatzort sofort arbeitsbereit und könnt sogar mit einer Akkuladung mehrere Anlagen evakuieren. Ein wichtiges Merkmal der Vakuumpumpen befindet sich im Innern verborgen: das Rückschlagventil. Es verhindert im Falle eines Stromverlustes, zum Beispiel durch Akkuentladung, einen Verlust des Vakuums und einen Ölrückschlag ins System. Das heißt, ihr spart damit Zeit, denn ihr müsst keine Arbeit doppelt erledigen und könnt beruhigt arbeiten, ohne eine Entladung des Akkus zu befürchten. Um für den Einsatz auf Dächern optimal ausgestattet zu sein, haben wir das Gewicht der Vakuumpumpen optimiert und zudem mit unserem schützenden Gehäuse versehen. Schauen wir uns die Pumpe doch einmal im Einsatz an. Um die Evakuierung eines Systems zu simulieren, habe ich hier ein Marmeladenglas mit Wasser gefüllt, was ich jetzt an diese Pumpe anschließe. Damit möchte ich die Evakuierung eines realen Systems simulieren. Die Pumpe wird an diesem Knopf hier angeschaltet. Ihr hört, wie der bürstenlose Motor langsam anfährt und damit den Akku schont. Direkt neben dem Startknopf wird der Ladestand des Akkus angezeigt, sodass ihr den Akku rechtzeitig wechseln könnt. Ihr seht jetzt hier im Marmeladenglas, wie schnell das Wasser anfängt zu verdampfen. Ausgeschaltet wird die Pumpe wieder am gleichen Knopf. Nun entfernen wir das Glas wieder. Zum Abschluss möchte ich euch noch die verfügbaren Sets vorstellen. Beide Pumpen gibt es als Grundgerät ohne Akku und Ladegerät, wie ihr es zum Beispiel hier seht. Damit eignet es sich optimal für diejenigen von euch, die bereits Rothenberger Akkuwerkzeuge im Einsatz haben. Zudem gibt es beide Pumpen geschützt verpackt im Set in unserem bewährten Pro Bucket. Wie ihr seht, ist die Pumpe hier drin schützend verpackt. Zudem ist dort der 8 Ampere-Stunden Akku sowie das Ladegerät enthalten. Rothenberger bietet natürlich noch viele weitere Werkzeuge für die Installation und Wartung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen an. Bitte klickt unten einfach auf den Link in der Beschreibung, dort findet ihr diese. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen.